Jo, hallo Leute, euer Mr. D ist wieder am Start. Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Danke dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir kommen heute zu einem Thema und zwar PlayStation Vita. Was ist das jetzt für ein Thema? Warum kommst du jetzt mit so einem Kackthema an? Ja, für die einen oder anderen ist es ein sehr trockenes Thema, aber damit will ich eins bewirken. Kurz davor ab, im Hintergrund von mir ein frei für alle Gameplay. Er zockt mit der Faro auf der Map Combine. Genießt es. Und zwar möchte ich Leute suchen, die eine PS Vita haben, mit denen öfter zusammen zocken über die PS Vita. Die Leute, die noch nicht mal in der FL sind, aber eine PS Vita besitzt und sagen, yo, ich habe eine PS Vita, mit denen du den Spiel am besten unten in die Kommentare schreiben, haben quasi direkt eine goldene Karte, weil diese Leute werde ich sofort adden. Und natürlich gibt es Leute, die auf der Warteliste sind, wo ich gesagt habe, yo, ich adde euch, aber es dauert, weil da zu viele Anfragen kommen. Aber diese Leute haben direkt eine goldene Karte verdient und kommen sofort in meine FL rein, wenn die eine PS Vita besitzen. Allerdings habe ich ja zwei PS Vita Accounts und ich gucke dann, auf welchen Account ich die Leute jeweils adde, aber da werde ich euch dann nochmal über einen Kommentar dann halt informieren. Nichtsdestotrotz, die Leute, die den PS Vita haben, schreibt es unten rein in die Kommentare und auch was für Spiele ihr habt und dann sende ich euch eine Anfrage und dann werden wir zusammen PS Vita zocken. Heute gehe ich aber auf was Spezielles ein und zwar Call of Duty Veränderungen in allen möglichen Spielen. Das heißt zum Beispiel bei dem und dem Spiel waren die und die Perks besser, wie zum Beispiel jetzt einfach mal kurz gesagt MW2 und MW3 fand ich noch viel besser diese Zeiten, dass man die Perks auf Pro-Level musste und die nicht jetzt hat und die sind fertig, sondern man musste die noch auf Pro-Level und die hatten quasi noch einen Zusatzeffekt. Fand ich meiner Meinung nach viel besser und hat mir viel, viel mehr Spaß gemacht, diese Sachen hochzuleveln. Was sagt ihr dazu? Unten eure Meinung in die Kommentare damit. Abgesehen davon, Black Ops Declassified, das ist das COD auf der PS Vita, was es gibt. Kostet, glaube ich, 50 € oder so. Und es hat einige Vorteile, die ich schade finde, dass sie das nicht umsetzen können oder wollen, wie auch immer. Und zwar jetzt hier bezogen auf COD, auf der Konsole. Zum Beispiel, da ist es so, wenn ich eine Lobby suche und ich bin Level 20, egal ob Prestige 1, 2, 3, 4, 5, da gibt es auch 10 Prestige, egal was für ein Prestige ich will, ich bin Level 20, dann finde ich auch nur Gegner, die minus 3 plus 3 Level sind. Das heißt, die entweder 17 sind, maximal 23 sind. Aber nur in diesem Bereich finde ich dann eine Lobby, wo die Leute wirklich nur in diesem Level sind. Da kommen auch nur solche Leute dann rein. Es sei denn, die werden mit einem Trupp reingezogen, dass einer auf 20 ist zum Beispiel und einer ist auf 50. Da wiederum ist das Krasse dann, wenn man mit einem Teammate reinjoint und der ist auf 50, man ist auf 20, da sind die Gegner auf dem Level von den unteren. Also sprich, wenn ihr so im 20er Bereich, vielleicht so 30er, da wird das dann so plus minus 5 vom Levelunterschied, weil halt noch ein hoher Teammate dabei ist. Aber im Prinzip geht es mir darum, dass die Gegner alle auf dem Level sind, was man selber für ein Level ist. Und warum finde ich das so geil? Wenn man Prestige drückt, ist man Level 1. Egal, ob man dann Prestige 5 wird zu Prestige 6 wird, man zockt dann nur gegen Level 1er bis maximal Level 4er in einer Lobby. Und das heißt, entweder sind da Prestige-Leute bei, die auch auf diesem Level sind, oder man hat auch sehr oft den Fall, dass einfach Noobs dabei sind, die das Spiel sich neu gekauft haben, die Level 1 sind, Level 2, Level 3, Level 4, wie auch immer, die Maps nicht kennen, die Spawns nicht kennen. Man selber ist dann Prestige 5, hat massig Erfahrung und kann die einfach alle wegholen, weil sie sich nicht auskennen. Und man hat quasi nach jedem gedrückten Prestige so ein Gefühl von, ich zock das COD wieder neu, ich fange wieder von neu an, weil die Gegner auch einfach Noobies sind. Und das fühlt sich dann jedes Mal wie Weihnachten an, wenn man da Prestige drückt und man weiß, yo, jetzt kommen wieder die Low-Budget-Spieler. Und das macht richtig Bock. Ich finde es schade, dass es das nicht hier gibt, auf der Konsole, weil das wäre ein richtig geiles Highlight. Natürlich wiederum gesehen, natürlich, Leute. Wenn ihr auf Max Prestige wärt, auf maximaler, würdet ihr halt nur quasi High-End-Spieler haben, was jetzt in Bezug auf hohe Killstreaks reißen und so weiter schwieriger wäre. Natürlich, natürlich wäre das schwieriger. Aber letztendlich würde ich das trotzdem besser finden, weil da muss man wirklich mal Skill beweisen, da muss man sich wirklich mal anstrengen, um was zu reißen. Und wenn ihr euch die ganzen Nuklear-Gameplays anguckt von, egal was für YouTuber jetzt, aber Nuklear-Gameplays, guckt euch immer mal die Gegner an. Das sind immer meistens solche bekloppten Spieler, die gegen, ja, ich sag jetzt mal krass gesagt, gegen Wände laufen und überhaupt nicht aimen können. Und wo einfach derjenige, der gut spielt, sag mal irgendein YouTuber, der dann gut spielt, leichte Karten hat, die fertig zu machen, weil die einfach dumm sind. Mal sozusagen. Oder halt, ich sag mal nicht dumm, ich sag mal weniger erfahren halt in diesem COD-Teil. So. Und dann ist es in Nuklear zu reißen auch einfach. Also was heißt auch wieder gesehen einfach, weil ich auch mal, ich will ja jetzt in Nuklear nicht runterstufen. Nuklear zu schaffen ist das schon eine Leistung. Aber es ist einfacher, eine Nuklear dann zu machen. So. Und hier wäre das halt auch so. Wenn man dann Prestige drücken würde, hätte man quasi jedes Mal die Chance auf eine Nuklear wieder oder generell die Gegner schnell fertig zu machen. Man hätte dann die ganzen Killstreaks, wenn man sich freischalten will mit Prestige, was man bei Classified auch kann.
Und das wäre einfach nur ein richtig geiles Feature, wenn die sowas hier auch einbauen würden. Da wenn man dann eine Nuklear schaffen würde und man hat nur Leute auf seinem Level, quasi mehr oder weniger auf seinem Niveau, dann wäre das eine Master-Nuklear. Aber so gegen Leute zu zocken, die, ja, in Anführungszeichen schlecht sind, finde ich, ist das nichts groß Besonderes. Abgesehen davon, eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Bis dann, Leute, euer Mr. Adi. Haut rein und ciao. Und schreibt mir bitte auf Facebook, Twitch und Instagram.